Und wir machen uns auf den Weg zum Friedhof, um nach Leons Drogenversteck zu suchen. Damit hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge. Nein, Quatsch, zur 5. Folge von Days Gone, dem großen Let's Play hier auf Twitch. Palüm, palüm. Oh, den wollte ich für dich überfahren. Eigentlich nur für dich, aber ich habe nicht getroffen. Oh, 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 Camp, Camp, Camp. Müssen wir uns kurz angucken. Fragezeichen, was da getriggert wird. Ich sehe niemanden. Scheint ein altes Camp zu sein, das vermutlich dann hops genommen wurde. Und alle, die hier gelebt haben, sind vermutlich mittlerweile Zombies oder tot. Themselves, I assume. Klettern wir hier hoch. Eigentlich ein cooles Camp. Also ein schöner Ausguck hier. Gute Übersicht. Hat wohl jetzt nicht... Hat lange genug gehalten, dass man das bauen konnte. Lange genug funktioniert, dass man das bauen konnte. Anscheinend sind aber trotzdem alle tot. Was willst du denn jetzt, Junge? Was bist du für ein Wolf? Was bist du für ein riesiger Wolf, armer Sick Team, Alter? Jetzt haben wir auch allen Bescheid gesagt, Mann. Junge, überschrocken habe ich mich. Ja, Fleisch. Schönes Wolfsfleisch. Schmeckertron. Wir brauchen Munition. Und ich brauche mein Motorrad wieder. Wo habe ich das hingestellt? Da steht. Sehr gut. Hier habe ich jetzt auch kein Benzin gefunden. Wir müssen so langsam mal die Augen nach Benzin offen halten, glaube ich, ist eine gute Idee. Aber erstmal düsen wir weiter. Düse, 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 Düse im Sauseschritt. Hey, ich dachte, da könnte ich drüber fahren, du. Sehr guter Kommentar, Thomas. Vielen Dank. Bergauf. Noch ein infiziertes Gebiet. Komm. Wie kann ich denn jetzt schon im Gebiet sein vom Pionierfriedhof, wenn der noch 200 Meter weg ist? Und warum sieht hier alles so aus, als wenn man sich das angucken soll, genau? Oh, ich traue dem Braten hier auch schon wieder nicht so richtig, richtig. Aha. Ne, ach, schade, ich dachte, es wäre Benzin. Digga, was mache ich denn mit Kerosin? Ich will doch nur ein bisschen Benzin in meinen Tank reinrüsseln, Mensch. Wir steigen wieder auf. 27%? Ich habe gerade 20% meines Tankvolumens verfahren. Oder wenn mir gleich der Tank ausgeht und ich laufe hier gleich rum und weiß nicht, wie ich an Benzin komme. Das ist ja ultra RS. Wir parken den hier neben. Vielleicht läuft ein bisschen Benzin hier raus. Oh, eine Machete. Vielleicht läuft ein bisschen Benzin hier raus und in mein Auto rein. In mein... Die Motorhaube mache ich wohl nicht auf. In meinem Motorrad. Oh, es geht los. Das war einfach nur ein Loading Screen. Turn down for what? Haben wir hier nicht das erste Mal auch Leon entdeckt? Ja, natürlich. Weil die Kleine ist doch hier abgerüsselt. Ich würde gerne mal in deinen Tank rüsseln. Same. Gucken, was wir finden können. Klassischer Südstaatler-Move in den Staaten, glaube ich. Mein Gott, da wird halt auch mal die Frau mit einem Brecheisen verprügelt. Man darf auch nicht alles so genau nehmen. Ich schätze mal, wir machen mal einen Sneakigen, I guess. Finde die Engelstatue. Der Bastard ist irgendwas am Fressen.
Schmeckt. Den haben wir ausgeschaltet, den Brie. Digga, er frisst einfach ein Reh? Der Brie frisst ein Reh. In meinem Kopf lustiger, als es wirklich ist, vermutlich. Okay, die Engelstatue. Boah, hier ist, wo müssen wir denn jetzt hin? Das kann ja überall sein. Gucken uns erstmal um. Hören tue ich zumindest Zombies gerade nur in der Ferne, was ganz gut ist, glaube ich. Da unten ist der Parkplatz gewesen. Gucken, ob wir da noch ein bisschen Scrap rausholen können. Vielleicht ist hier auch irgendwo ein bisschen Benzin, Fragezeichen. Ein bisschen Benzin in so einem Auto kann doch auch immer mal sein, Mensch. Nope. Schon offen, offen, offen. Da gucken wir einmal vorne rein. Manchmal hören sich die Zombies so an, wie mein Vater sich anhört in der Allergiezeit morgens früh. Wer sitzt denn da, Bruder? Warum bin Ning Hong? Wie, Junge? Du wurdest komplett zerfleischt, während du gechillt hast in deinem Auto? Ganz, ganz unangenehme Nummer. Was ist das für ein Licht? Scheiß Alarm. Oh, jetzt gibt's Ärger, glaube ich. Kannst du die Waffe wechseln? Scheiße. Nichts passiert. So ein Ding nämlich. Man muss auch manchmal Glück haben. Man muss auch manchmal einfach Glück haben. Wir sind am Arsch, wenn jetzt was passiert. Wir sind giga am Arsch, weil wir haben absolut gar nichts, um uns zu verteidigen. Nada. Niente. Ich finde auch keine Munition mehr, nirgendwo. Ich meine, auf dem Friedhof macht Munition für eine Waffe auch jetzt semi viel Sinn, das muss man zugeben, aber in so einem Kofferraum hätte sein können, dass da mal einer ein Package reinlegt. 50 Schuss für eine schöne Pumpgun. Ein paar Pumpgun-Salven, könnte man auch sagen. Komisch angelegter Friedhof. Sag ich dir so, wie es ist. In Deutschland ist der geordneter. In Deutschland weißt du direkt, wo du hingehen kannst und wo du nicht hingehen kannst. Da kriegst du auch beim Reinkommen schon eine Idee davon, wo die Engelstatue sein könnte. Anders als das hier. Oh. 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 Ist das wohl eher eine Art Massengrab, würde ich mal schätzen. Ich habe mich jetzt beim Einparken absolut nicht erschreckt, dass dieser Autoalarm losgegangen ist. Julies, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich küsse dein Herz, dass du im Auto schon wieder in den Stream reingekommen bist. Und danke, Thomas, dass du Julies daran erinnerst. Sehr freundlich von dir. Ich komme aber auch noch gar nicht, also 0% klar eigentlich. Fuck, boah, jetzt kommt die da raus, ne? Scheiße, 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 ich hab ja nicht, ich hab keine Munition. Renn! Ist sie alleine gewesen? Digga. Also das war jetzt auch wieder so dämlich. Junge, 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 Junge. Anscheinend war sie nicht alleine. Scheiße leer? Wie komme ich an meine Machete ran? Ich weiß es nicht mehr. Hilfe! Da ist sie. Na, wie ist das? Na, wie ist das? Du Saftnase, Junge. Bam. Die hat fast 2 Jahre überlebt, nur um sich dann von dir einen sinnlosen Tod lenken zu lassen. Wer ist hier gestorben? Thomas, muss ich mal fragen an der Stelle. Oh, ich höre noch einen.
Ach komm, die nehmen wir auch mit der Machete. Komm. Wieso hatte ich denn jetzt noch eine Waffe gerade? Ein Schwärmerohr gesammelt. Besser als ein Spermaohr, sage ich immer. Hier war ein Nest drin also. Hier haben die rumgeluschert. Wie die Schlingels. Merke ich mir auf meine Art und Weise. Egal, da wollen wir jetzt auch gar nicht zu viel Zeit verbringen. Wir sollen nämlich die Engelstatue suchen. Und ich glaube, ich habe auch eine Idee, wo die Engelstatue ist. Ich wollte nur erstmal kurz gucken, was da hinten noch abgeht. Ich denke nämlich, dass genau das hier kein Zufall ist. Dass hier ein Zombie ist und dass man hier drüber klettern kann. Und da sehe ich es auch tatsächlich schon, die Engelstatue. Oh, was ist das? Ein Kantholz, Bruder. Niemand braucht ein Kantholz. Ich brauche ein bisschen Gesundheit und dann geht's weiter. Einen der Engel. Hier muss es sein. Wo hast du das Zeug versteckt, Leon? Hier ist jetzt ein Drogenversteck, das wir suchen, oder wie sehe ich das? Erstmal ein paar Blumen pflücken. Ein bisschen Lavendel. Klar. Was ist das? Das Brecheisen von dem, mit dem der die Alte umgelegt hat. Cool. Ach, wie süß. Oh. Okay. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Ein Helikopter? Boozer! Boozman, hörst du mich? Du wirst es nicht glauben, ich hab gerade einen Heli gesehen. Einen Heli? Was erzählst du da? Ne Nero-Heli. Der flog direkt über mir, als ob ich überhaupt nicht da wäre. Ein Hubschrauber der Cops erscheint einfach so aus dem Nichts. Ich werde sie aufspüren und dann finde ich heraus, was die vorhaben. Hey, Dick, pass bloß auf. Halt dich lieber fern, bis du weißt, was sie da machen. Und mach bloß keine Dummheiten. Verdammt nochmal, ich mach schon keine Dummheiten. Was suchten die? Und was machen wir jetzt hier? Gucken uns diesen Engel an. Okay. Nehmen das Ding. Och nee, hallo. Bleib liegen, Junge. Enthauptet. So stelle ich mir das vor. Okay, dann müssen wir das... Ich weiß nicht, das ist ein... Drogen sollen da drin sein. Ich bin mir nicht so richtig sicher, was die jetzt mit uns zu tun haben sollen. Viel dramatischer ist, dass mir der Benzin-Tank leer geht. Upp. Nicht bewegen. Können die nur hören? Ich bin bereit. Ja, okay. Bleib liegen, komm. So, wir machen uns unsere Kühlbox fertig auf entspannter Basis. Machen wir fest am Motorrad, das ist eine gute Sache. Untersuche die Helikoptersichtung. Kann ich das zu Fuß machen? Oh, ich kann sogar reparieren. Sag mal, hast du gerade auf mein Motorrad geschlagen oder was? Also wirklich. Der hat auf mein Motorrad draufgehauen. Haltbarkeitseinsage. Gefundene Nahkampfwaffen können leicht zerbrechen. Behalte im Kampf immer die Anzeige für die Waffenhaltbarkeit im Auge. Leuchtet ein rotes Symbol auf, bleiben dir nur noch wenige Schläge, bevor die Waffe zerbricht. Just like this. Gucken wir uns das auch noch an. Das ist interessant. Kann mir vorstellen, dass es gerade wirklich wichtige Sachen zu gibt, über die du dir Gedanken machen solltest. Haben wir denn hier auf dem Friedhof eine Axt gesehen? Das war da hinten an dem Camp, ne? Hier hatten wir nur das Kantholz.
Aber dann nehmen wir lieber das Kantholz mit. Wir nehmen das Kantholz anscheinend nicht mit, weil das Missionsgebiet verlassen wird. Okay, entschuldige bitte. Wie viel Sprit haben wir noch? 25%. Oh, da war eine Sternschnuppe. Habt ihr das gesehen? Ich wünsche mir was. Ich wünsche mir, dass die Jungs gute Neuigkeiten haben. Da ist die Markierung. Wir rennen mal dahin. Anscheinend gucken wir uns das von hier einfach nur an erstmal. Gucken, wie wir reagieren, wenn wir hier sind. Ne, okay, wir sollen tatsächlich hinfahren. Also hochfahren. Gucken, was passiert. Digga. Let's go, Deke. Ich würde vielleicht das Licht ausmachen. Ich bin mir sicher, die sind auch interessiert daran zu wissen, wer hier unten so keucht und fleucht. Wow, 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 warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Ein Helikopter, der anhält, einfach. Imagine. Mitten in der Luft, die hält einfach an. Was ist das denn für eine Asset-Einheit? Oh nee, wie soll ich die denn umnageln? Die sind doch viel besser als ich. Ist hier oben noch ein Nest? Neuroforscher, was zum Teufel machen die hier? Das muss ich mir ansehen. Mal sehen, was die vorhaben. Was zum Bub. Ich muss leise sein. Was sollen überhaupt Neuroforscher sein? Soldaten und Forscher von Nero tragen spezielle gepanzerte Hazmat-Anzüge. Hazmat wahrscheinlich. Und sind gegen deine Angriffe geschützt. Okay. Tarnung, Markierung. Verwende das Fernglas mit B und drücke, um Gegner zu markieren. Wenn du Gegner markierst, kannst du ihre Bewegung leichter verfolgen. Wenn die mich sehen, bin ich tot. Wie fühlst du dich? Waren es nur drei? Hoffentlich reicht der Sprit für den Rückweg. Einmal Hölle und zurück an einem Tag. Sprit ist unser kleinstes Problem, wenn wir da sind. Bleib konzentriert. Ich würde gerne erst auch looten hier, um echt zu sein. Aber gut, wir luschern und gucken uns mal an, was die Jungs tun. Die Friends. Sollen wir da unten? Ja, ich verhungere. Shit. Alles klar bei dir? Okay, dann moven wir doch wohl along. Gucken von oben drauf. Kalt. Was? Okay. Soll ich die jetzt doch einen nach dem anderen umlegen? Gott, ich hasse den Scheiß. Ja. Ich glaube, den hier unten, da bin ich noch zuversichtlich, dass wir den weggenagelt bekommen. Einen Stein werfen, das würde sie ablenken. Scheiße. Mann, ich werde nicht krank. Keine Punkte verlieren. Ich habe was gesagt. Okay? Mach mir den Weg frei. Ich hasse diese Aufträge echt. Immer was zu meckern. Okay. Wenn das wohl dauern wird, sollte bald geschafft sein. Wenn auch weiß, was läuft. Ich glaube, wir haben aber dafür auch alle markiert jetzt. Hier geht's offensichtlich nicht rüber. Aber hier geht's längs. Hast du alles, was du brauchst? Keine Ahnung. Der ist relativ desinteressiert und sichert, glaube ich, den Weg einfach nur. Wir gehen kurz hier rüber. Da ist ein Busch hinter. Irgendwer ist krank von denen. Yeah. Digga, auch einfach jedes Videospiel jemals. Richtige Idioten einfach. So, was ist das jetzt hier? Das ist ein ganz normales Natural Light. Was zur Hölle machen wir hier draußen? Was man dir sagt, jetzt lass gut sein. Was macht der, Brie? Verdammter Regen. Nee, ne? Okay, wir move schnell hier rüber. Es ist kalt hier draußen. Ich muss im Gebüsch bleiben, muss ich mich nicht sehen. Ich glaube, wir kommen von der anderen Seite hier drin. Gucken uns das mal an. Wie lange dauert das, Mann?
Oh Gott. Wenn der Dock fertig ist. Hier kommen wir nicht rein. Okay, unten bleiben. Bei der Grotte scheinen viele Freaks zu sein. Ja, ich habe noch nie so viele gesehen. Jetzt könnten wir... Ja, wir gehen einfach nochmal darüber und dann in dem Busch. Beschwer dich beim Boss. Sehe ich aus wie der Boss? Hier haben wir ganz schön viel Scheiße. Seid ihr auch so, wie es ist. So, wir gehen hier rüber. So, und dann direkt hier rüber. Zack, Junge. Und dann gehen wir hier rein. Vergiss es, das kann nicht sein. Von mir war nicht die Rede. Diese Subjekte schlafen nicht, sie sind in Kältestarre. Je einen Bären im Winterschlaf geweckt? Nein. Je einen Freak im Winterschlaf geweckt? Ja, tatsächlich. Ich war einer der Überlebenden der White King-Mine. Mein Gott. Einer hat meinen Kumpel zerfetzt, als würde er eine Banane pellen. Diese Anzüge schützen vor einer Menge Scheiß, aber nicht vor denen. Zum Scheitern verurteilt. Und genau deshalb werden wir nicht da reingehen. Glauben Sie, wenn wir die Höhle versiegeln, dass wir Ihre Population einnehmen? Ich weiß nicht, komm. Gibt es viele Höhlen? Kommen Sie, verschwinden wir hier. Aha. Höhlen versiegeln? Klar, als ob das irgendwen kümmert. Ich lasse die vielleicht erst verschwinden. Ich traue, ich möchte jetzt hier mich unbedingt nicht mit denen anlegen. Okay, ich muss zuerst gehen. Lieutenant O'Brien ist also der Name, den wir mitnehmen von hier. Mit dem wir anscheinend schon mal das Vergnügen gehabt zu haben scheinen. So wie das gerade klang. Hopp. Ich glaube, wir moven einfach denselben Weg zurück. Den wir auf dem Hinweg schon genommen haben. Oh, was? Da ist doch was. Da habe ich doch was knacken hören. Das kann doch nur ein anderer Mensch sein. Oh, das will ich mir gerne angucken, den Plate. Not today, though. Okay, da sind die da. Zack, bumm. Wir gehen schnell rüber. Ich glaube, es geht noch hin. Ah, Hilfe. Jupp. Sehr gut. Jetzt sind wir hier in Deckung. Gehen wir hier rüber. Jetzt sind es nur noch die beiden. Wir müssen eigentlich nur noch hoch zum Bike und dann sind wir safe. Die beiden Hayopais gucken wir uns eben an. Also Nero forscht tatsächlich auch daran, was da abgeht. Und anscheinend ist eine richtig fette Horde an Freakern in die Höhle da reingeluschert. 400 heute Morgen. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, ob die jetzt Tag oder Nacht aktiv sind, weil irgendwas meint sie von auch, dass der Regen die triggert, dass der... Oh fuck, scheiße. Das eine gehört? Ich meinte eigentlich in den anderen. Ist denn da noch ein Busch? Dann lassen wir nämlich jetzt den linken von den beiden wieder näher kommen, warten bis der umdreht auf seine Routine, wieder auf dem Weg nach hinten. Dann werfen wir für den Bruder einen Stein da vorne und gucken, dass wir da vorne jetzt mittig im Bildschirm in den Busch reinkommen. Toi, toi, toi zumindest, nicht? Das ist die Idee. Gucken, wie das funktioniert. So. So blöd kann keiner sein. Man nennt mich auch Lucha Lukas.
Weil niemand besser luschern kann als ich. So, jetzt haben wir aber... Okay, die Mission ist vorbei. Die scheinen aber irgendwo zu sitzen und noch richtig, richtig Hightech-Stuff zu haben, habe ich das Gefühl. Die schlafen auch gar nicht, muss man auch dazu sagen. Vielen Dank fürs Zugucken, Freunde. Bis zum nächsten Mal.